Klimaverteidigungsbudgets. Was ist das? Uralthäuser zu Nullenergiehäusern, geht das? Aus den Sektionen von Eurosolar. Die International Renewable Energy Storage Konferenz 2021. Hier ist Eurosolar TV. Herzlich willkommen bei Eurosolar TV. Dieses Programm ist native in deutscher Sprache. Die Übersetzung, die Sie hören, ist aber nicht das letzte Wort. In Zukunft werden wir auch native andere Sprachen anbieten. Zu Gast heute in der Sendung ist Peter Dröge. Er ist Präsident von Eurosolar. Herr Dröge, was wollen wir mit Eurosolar TV? Wir wollen Leute erreichen. Wir wollen unsere Nachrichten, unsere Inhalte, unsere politischen Forderungen vervielfältigen, auf neue Medien setzen und auch von unseren Mitgliedern, unseren Konstituenten, unseren politischen Ansprechpartnern hören. Das heißt, es geht um zwei Richtungen der Kommunikation und das schaffen wir am besten über Eurosolar TV. Eurosolar ist eigentlich eine Expertenorganisation, ein Verein, ein Gremium, eine NGO, die viel Expertise sammelt, die mit den Eurosolarpreisen großes öffentliches Ansehen und Aufmerksamkeit findet. Und diese Expertise, dieses Wissen, Herr Dröge, will Eurosolar TV besser verbreiten durch multimediale Aktivitäten. Und darum geht es wirklich um die Verbreitung unserer Forderungen, unseres Wissens auf politischer Ebene, auf umsetzbarer Ebene für bürgernahe erneuerbare Energien, die Resilienz schaffen, Prosperität schaffen, Unabhängigkeit schaffen, Autonomie auf städtischer und gemeindlicher Ebene. Es geht ums Menschen und das hat ein bisschen damit zu tun, dass Eurosolar auch eine Mitgliedervereinigung ist. Wir sind mitgliederbasiert. Wir haben Konstituenten auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Ländern in Europa. Es geht um ganz Europa, von Russland bis Island. Und hier in Deutschland ist natürlich unsere wichtigste zentrale Organisation. Aber wir sind für die Bürger da, für unsere Gesellschaft und unsere gewissermaßen Unabhängigkeit von fossilen und nuklearen Energien. Lassen Sie uns beginnen. Klimaverteidigungsbudgets. Was ist das? Wie retten wir das Klima in letzter Sekunde? Wie finanzieren wir und gestalten den Umstieg raus aus der fossilen Energiewirtschaft hin zu einer Gesellschaft, die erneuerbare Energie als ihren Energieträger ausschließlich benutzt? Martin Jörg erklärt, wie. Weltweit werden fast 2 Billionen US-Dollar für Rüstung ausgegeben. Dazu kommen aktuell noch wesentlich höhere Ausgaben für die Folgen der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie zeigt, wie anfällig unsere Wirtschafts- und Lebensweise ist. Der Klimawandel bedroht darüber hinaus sogar unser Überleben. Deshalb müssen alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert werden, um auch die fossile Pandemie zu bekämpfen und der Klimakrise Einhalt zu gebieten. Eurosolar fordert deshalb, den Rüstungsetat umzuwidmen und ihn für den längst überfälligen und friedensstiftenden energetischen Umbau Deutschlands und Europas zu nutzen. Statt Konflikte und Kriege, Kooperation und gegenseitige Hilfe im Aufbau regenerativer Energieversorgung. Finanziert durch festgelegte Klimaverteidigungsbudgets. Investition statt Reaktion. Aus den Budgets soll unter anderem die Umstrukturierung der fossilen Brennstoffindustrie, Beschäftigungsprogramme in regenerativen Industriezweigen, die Senkung von Emissionen sowie die bio- und industrielle Sequestrierung finanziert werden. Die Budgets können auf nationaler, europäischer und UN-Ebene angelegt sein. Neben Kürzungen in den Rüstungsetats gibt es weitere Finanzierungsoptionen. Einsparungen durch vermiedene Umweltschäden, Quellenbesteuerung fossiler Energieträger
und regenerative Finanzierungsmechanismen, die systemweite Defossilierung, Agrarreformen und Aufforstung mit höheren Renditen belohnen als kurzfristige Investitionen. Klimaverteidigungsbudgets ist eigentlich genau das richtige Wort, denn wir müssen ja unsere Gesellschaft, unser Leben, wir müssen die Natur verteidigen. Und in einem Verteidigungsbudget muss alles rein, was wir bereit sind reinzugeben, um unsere Überlebensinteressen zu verteidigen. Es gibt einen anderen Parameter, da machen wir das schon, nämlich gegenwärtig in der aktuellen Corona-Krise weltweit. Es werden gewaltige Budgets mobilisiert, um sozusagen diese Krise zu überwältigen. Genau das, Herr Dröge, müssten eigentlich die Klimaverteidigungsbudgets auch machen. Unbedingt. Und die zielen ja auf ein noch viel brisanteres Thema, das auch zeitlich viel drängender ist als Corona noch. Und das ist die Klimadestabilisation, die durch die zeitliche Voranschreiten der Klimawende, der Veränderung im Klimasystem durch fossile Energieausstöße und so weiter, jetzt brisant da ist. Und es reicht nicht mehr, konventionellen Klimaschutz zu betreiben. Es reicht nicht mehr, auf Klimaneutralität zu setzen oder auf Null-Emissionen gegenüber 1990. Nein, wir müssen es schaffen, unsere Wirtschaft 100%ig erneuerbar zu versorgen, nicht als Endziel, sondern als Grundlage, um dann Emissionen zu sequestrieren von der Atmosphäre. Wir haben zu viel CO2, zu viel Methan in der Weltatmosphäre, und unsere Wirtschaft, unsere Landwirtschaft, unsere Forstwirtschaft, unsere Bauwirtschaft, sie können alle beitragen, um diese überschüssigen Konzentrationen abzubauen. Und darum geht es uns. Das heißt, 100%ig erneuerbar, ja, als Grundlage für eine nachhaltige Wirtschaft. Was wir mit den Klimaverteidigungsbudgets anstellen, haben Sie ja gerade im Einspielfilm gesehen. Im Wesentlichen sind das Punkte, die Eurosolar mit der regenerativen Dekade in seinem 10-Punkte-Programm schon beschrieben hat. Das sind eigentlich die Kernpunkte, die wir mit dem Klimaverteidigungsbudget auf den Weg und eben auch finanzieren müssen. Das zeigt eben eigentlich, dass die Bandbreite der Maßnahmen, die unternommen werden müssen als Strukturwandel, als Strukturwende für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, die unglaubliche Energien freisetzen wird in der Produktivität der Wirtschaft, allein durch diesen Umbau auf die regenerative Energieversorgung, auf Landwirtschaft, auf Forstwirtschaft, auf Industrie, Produktivität und Finanz. Bereiche, die heute alle so, sagen wir mal, dahin dümpeln in einem konventionellen System, das jetzt aber auch durch diese zeitliche Brisanz, in der wir uns befinden, wirklich forciert so angegangen werden muss, dass wir unsere Wirtschaft mobilisieren müssen. Und es ist nicht ungleich einer Vorbereitung auf einen unsichtbaren Feind oder auch einen sichtbaren Feind, eine Bedrohung existenzieller Art, nationaler, aber auch internationaler Art. Das ist völlig noch nie da gewesen. Das heißt, die Herausforderung, mit anderen zu arbeiten, friedlich zu arbeiten, auf diese gemeinsame Bedrohung zu reagieren, konzentriert, ist eine existenzielle Herausforderung, vor der wir uns nicht scheuen dürfen, sondern das braucht eben diesen Fokus auf dieses Verteidigungsdenken des Klimas mit einer budgetären Priorisierung von verschiedenen Maßnahmen, wie sie die regenerative Dekade ja beschreibt. Und das Gute daran ist, es handelt sich hier um eigentlich keine neuen Themen, die erst erforscht werden müssen, entwickelt werden müssen, aber die jetzt leider peripher so existieren auf der politischen Diskussionsebene, aber nicht konzentriert eingesetzt werden. Und daher sagen wir, setzen wir sie konzentriert ein, stimmen wir uns ab mit unseren Nachbarn, aber auch unseren Kontrahenten, bauen wir Verteidigungsbudgets um und ab, schauen wir, dass wir Migrationsströmen ein gutes abgewinnen können, schauen wir, dass unsere Wirtschaft auch negativ Emissionen ansaugen kann, sozusagen aus der Atmosphäre. Aber grundsätzlich ist Eurosolars Kernaufgabe hier am meisten gefordert, das ist die 100%ig erneuerbare Energiewende.
akzeleriert. Also nicht nur in einer Generation bis 2050 oder 2080, sondern in dieser Dekade als Zielvorstellung. Denn wir wollen nicht auf Null Emissionen gegenüber 1990, wo die Emissionen viel zu hoch waren. Nein, wir wollen runter auf Null. Und das geht nur über die energetische Schiene plus Landwirtschaft plus andere Maßnahmen der Energiepositivgestaltung unserer Wirtschaft. Peter Dröge hat recht, die Themen liegen auf dem Tisch. Nicht nur die Themen, sondern auch viele Lösungsansätze. Aber all die Menschen, die sich mit Klimawandel, mit Klimaschutz, mit regenerativer Energie beschäftigen, haben schon festgestellt, wir haben die Lösung, wir haben aber nicht die Umsetzung. Klimaschutz ist immer noch international viel zu stark appellativ und deshalb sind die Klimaverteidigungsbudgets so wichtig, weil es geht nicht nur darum zu appellieren und zu sagen, wir haben Lösungen, sondern in den Klimaverteidigungsbudgets geht es eben um die Budgetierung. Das heißt, Herr Dröge, es geht konkret darum, Geld für die Umsetzung dieser Konzepte budgetiert zur Verfügung zu stellen, national wie international. Das ist richtig. Wir wissen natürlich, dass eine Umsetzung auf erneuerbare Energien marktwirtschaftlich möglich ist. Wir wissen aber auch, dass es sehr, sehr lange dauert. Es braucht Anreize, es braucht aktive strukturelle Veränderungen im bestehenden Energiesystem, in den korporaten Strukturen, in den Investitionserwartungen, in der Finanzwelt. Es braucht also ein gezieltes Umgehen mit diesen strukturellen Veränderungen, wie wir es eigentlich kennen, zum Beispiel den frühen Strukturwandel in der Ruhr. Große Budgets sind angewendet worden auf partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Firmen, Gemeinden, Genossenschaften, Vereinen und so weiter über einen 10-20-jährigen Zeitraum hinaus, der allerdings nicht fertiggestellt wurde, sonst hätten wir heute eine erneuerbare Ruhr. Aber jetzt sagen wir, wir wissen, wie es geht, wie es politisch geht, organisatorisch, aber wir brauchen die budgetären Mittel, um das auch gezielt als nationale Strategie, Verteidigungsstrategie umzusetzen mit unseren Verbündeten. Und die Verbündeten sind alle anderen. Alle anderen sind im selben Boot. Wir haben alle denselben Feind, denselben gemeinsamen bedrohenden Feind. Und das ist die existenzielle, destabilisierende Klimaveränderung, die durch fossile Energien und auch durch anderes schlimmes Umgehen mit unseren natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter zurückzuführen sind. Eurosolar spricht davon, dass diese Klimaverteidigungsbudgets etwa 5-8% des Bruttosozialprodukts ausmachen müssen. Das ist schon immens. Ja, es ist immens, aber natürlich verglichen zum Beispiel mit dem, was die Vereinigten Staaten am Anfang des Zweiten Weltkrieges unter Teddy Roosevelt ausgegeben haben, klein. Also es ist ja eigentlich nur ein Teil davon. Es ist natürlich auch so, dass diese Ausgaben auch Investitionen sind in ein Ankurbeln einer Wirtschaft, aber auch ein Einsparen von Ausgaben in konventionellen Energiesystemen zum Beispiel, die über 10, 20 Jahre viel höhere Summen kosten werden, als wir das heute angehen. Das heißt, es sind Differenzkosten, die ausgegeben sind. Wir haben uns etwas orientiert an vergleichbaren Werten einer Mobilisation von vergleichbaren Wirtschaften. Also es ist kein Modellieren, was das bedeutet, denn die Idee der Klimaverteidigungsbudgets ist neu. Also ist für uns neu, wir haben das vorgeschlagen, wir haben es entwickelt, aber es ist eigentlich ein Ruf der Zeit. Und da kann man also nur Analogien studieren, wie sich Gemeinschaften, Nationen, Völker, aber auch europäische Staatenverbünde vorbereitet haben auf eine Krise der Verteidigungsbereitschaft. Also Verteidigungsnotstand sozusagen, ein gewisses Erkennen einer notwendigen, zu verteidigen gegenüber einer Bedrohung, die eigentlich konkret definierbar ist und die managebar ist. Aber nur managebar ist, wenn man seine nationale Aufgabe betrachtet und dafür eben auch, es wird eines Budgets bedürfen. Ein Budget, so wissen wir aus vergleichbaren Erfahrungen in der Weltgeschichte, in ähnlichen Mobilisationsstrategien, ein Ankurbeln der Wirtschaft bedeutet, eine Vergrößerung des Bruttosozialproduktes,
ich will jetzt nicht den Vergleich zum Zweiten Weltkrieg übertreiben, darum geht es nicht. Aber nur als Beispiel haben die Vereinigten Staaten begonnen mit einem 15-prozentigen Einsatz am Anfang. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren 75% des Bruttosozialprodukts veranlagt, um den Krieg zu gewinnen. Und zu der Zeit war das Bruttosozialprodukt natürlich auch schon viel größer geworden. Das ist kein guter Vergleich, denn hier geht es ja auch um, sag mal, die Umstrukturierung einer Wirtschaft, die auf das 21. Jahrhundert vorbereitet werden muss. Das heißt, wir sind jetzt ja noch praktisch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert mit unserem Energiesystem mehr oder weniger prädominant noch vorhanden. Und die abzubauen, glaube ich, das werden wir schaffen, aber nur, wenn wir ein Ziel haben. Wir sagen 10 Jahre, wir sagen, ein Budget ist notwendig, aber nicht nur für die Wirtschaft und die Industrie, sondern auch für die Gesellschaft. Migration, Management, Landwirtschaft, auch, sagen wir, das Umbauen einer Beschäftigungspolitik, die regenerativ ist. Und Sie haben ja vorher Covid genannt. Ich meine, wenn wir nicht 80% der Covid-Stimulusausgaben auf die Regeneration unserer Wirtschaft verwenden, dann verschwenden wir das Geld. Denn ja, der Covid hat ja etwas zu tun mit einer veralteten, ein veraltetes Umgehen mit unserer Natur. Das heißt, hier haben wir eine Chance, diese Covid-Gelder doppelt und dreifach für verschiedene Dinge gleichzeitig auszugeben. Und eine davon ist, eine regenerative Wirtschaft und Gesellschaft zu bauen, die Stellen schafft, neue Stellen sichert, etwas veraltete Industrien hilft abzubauen, umzubauen, zu modernisieren. So eine Chance kommt nicht auf. Diese Krise darf man nicht verschwenden. Peter Dröge hat gerade von Covid-19 und die Belastung der nationalen Etats durch die Pandemie besprochen. Diese Sendung ist, selbst wenn Sie die Übersetzung hören, Sie merken es, native in Deutsch. In der Bundesrepublik Deutschland, deshalb eine Vergleichszahl aus Deutschland, wurden innerhalb eines Jahres 50% des Bruttosozialproduktes für die Bewältigung der Pandemie ausgegeben. Diese Ausgaben sind rein konsumtiv. Das Klimaverteidigungsbudget kann, Peter Dröge sagte es, investiv ausgegeben werden. In diesen 9 Punkten schwebt es Eurosolar vor. Neben dem Klimaverteidigungshaushalt als ersten Punkt umfasst die regenerative Dekade 9 weitere Punkte. Zweitens, die Einführung einer Klimanotdiplomatie ist nun gefragt. Dabei geht es darum, kriegerische Akte zu beenden und gegen den gemeinsamen Feind der Klimaerhitzung zu kämpfen. Dies beinhaltet einen weltweiten Plan für die Milliarden von Mitmenschen, die sehr bald nach einem neuen Zuhause suchen müssen. Drittens, die gezielte Umstrukturierung fossiler Industrien durch technische Substitutionsprogramme ist essentiell. Fossile Subventionen müssen abgebaut werden und blockierende Regelungen für erneuerbare Netze, Speicher und distributive Systeme müssen abgebaut werden. Viertens, eine zentrale Aufgabe sind Strukturreformen, die das Ersetzen von Arbeitsplätzen in den fossilen Industrien hin zu regenerativen Branchen ermöglichen. Fünftens, da Klimaneutralität allein nicht genug ist, geht es um die Umkehrung von Emissionszielen. Das Referenzjahr für Temperatur muss vor der Industrierevolution liegen. Die weltweite Wirtschaft braucht Strategien, die geeignet sind, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre zu reduzieren. Sechstens, die Einstufung fossiler Ressourcen als giftig ist gefragt. Ihre Förderung und Verbreitung sollte nach kurzer Übergangsfrist als nicht weiter vertretbar erklärt oder zumindest stark besteuert werden. Siebtens, der rapide Aufbau und die Regeneration gesunder, klimaaktiver, landwirtschaftlicher Böden, Feuchtgebiete und Wälder ist eine höchst dringliche Aufgabe. Achtens, die Umgestaltung der Bauwirtschaft muss zentraler Fokus der Wirtschaftspolitik sein. Dies bedeutet großmaßstäbliche Umwandlungen atmosphärischen CO2s in Holz, Carbonfasern und andere feste Carbonprodukte. Neuntens,
volle Ausschöpfung der Produktivitäts- und Innovationsschübe für massiven Ausbau hochwertiger Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger. 10. Ein neuer Finanzierungsmechanismus ist nötig, der langfristige Investitionen wie Defossilierung, landwirtschaftliche Reformen und Bewaldung mit höherer Rendite belohnt als kurzfristige. Hierzu sind nachhaltig arbeitende Zukunftsbanken gefordert. Neun konkrete Ansätze, in der wir unsere Wirtschaft umbauen könnten, in der wir unseren Konsum ändern könnten, hin zu rein regenerativer Energie. Herr Dröge, ich verstehe das schon richtig. Das ist Geld, was wirklich in die nationalen Budgets als Budget auch tatsächlich festgeschrieben wird. Unbedingt, da geht kein Weg daran vorbei, denn nur durch das Budgetieren wird es ernst genommen und auch umsetzbar. Wir müssen und können marktwirtschaftliche Instrumente bauen, um diese Veränderungen zu begleiten. Aber letztendlich schaffen wir diesen Quantumsprung sozusagen, diesen Sprung von einer Ebene der Entwicklung auf eine völlig viel fortgeschrittenere Ebene, nämlich der regenerativen Ebene, ohne ältere Energiesysteme, ohne Bau- und industrielle Produktionssysteme, die eben nicht diese Mehrwerte schaffen, der CO2-Minderung, des Abbaus, der Konzentration und so weiter. Das sind Zukunftsindustrien. Das ist ja genau das, was für die nächsten 50 bis 100 bis 200 Jahre nötig sein wird. Hier ist ein industrieller Revolutionssprung, der uns völlig klar vor den Augen steht. Und wenn wir hier nicht drin investieren, verlieren wir einerseits die Chance der Innovation, aber andererseits aber auch die Habitabilität, das heißt die Habitability, die Bewohnbarkeit unseres Kontinents. Es geht nicht nur um die Welt, es geht auch um unser Land. Es geht um unsere kontinentalen Zusammenhänge, unsere Handelspartner in landwirtschaftlichen Produkten und so weiter. Alle klimatisch unter Druck und schon seit Jahren wandern die herum. Wir sehen das im Fernsehen, wir lesen es in der Zeitung und wir tun eigentlich nichts Relevantes dagegen. Und hier geht es sowohl um die Mitigation, das heißt das aggressive Umbauen unserer Wirtschaft und Gesellschaft, das Umgehen mit diesen Prozessen, aber auch das Anpassen. Das heißt, sicherstellen, dass in 5, 10, 15, 20 Jahren es noch eine Landwirtschaft gibt, die produktiv ist. Wie finanzieren wir Klimaverteidigungsbudget? Die Finanzierung ist einerseits schon da. Es gibt Strukturanpassungen, es gibt Strukturhilfen in den Nationalökonomien und in den Budgets der Länder. Dieses Geld kann man dafür einsetzen, in die Klimaverteidigungsbudgets integrieren, aber man braucht natürlich größere Summen extra. Ein Vorschlag ist, dass wir eine Quellenbesteuerung für die Nutzung fossiler Brennstoffe erheben. Das gibt es ja im Grunde genommen so ein bisschen mit der CO2-Steuer schon, die jetzt überall kommt. Es ist sicher ein Instrument und es ist auch ein Instrument, das genutzt werden sollte. Es ist natürlich ein Instrument, das wir hoffen, dass es nicht lange gibt, denn wir wollen ja die fossilen Energien loswerden. Das heißt, wir wollen ja nicht eine Verschmutzungsindustrie haben, die wir dann besteuern können, um die Maßnahmen umzusetzen, diese Industrie zurückzudrängen. Das wäre eine Art Perpetuum mobile der Selbstzerfleischung. Das heißt, ich setze lieber auf andere Mechanismen, zum Beispiel Covid-19. Diese Gelder, nicht alle, aber ein Großteil dieser Gelder sind geschöpft worden aus dem Nichts von Banken, Zentralbanken, nationalen Banken und so weiter, kreiert worden durch Gelddrucken. Ich bin nicht für Gelddrucken, aber das Geld ist jetzt gedruckt. Und warum wenden wir das Geld nicht an, sodass die, wie Sie sagen, investiven Anwendungen Priorität haben? Investiven, regenerativen Anwendungen dieser geschöpften Gelder, die nicht aus dem normalen Budget kommen, aber doch eine Relation haben zu dem Budget, nicht angewendet werden, um den Status quo weiter zu treiben, sondern hier Änderungen umzusetzen, von denen wir wissen, dass sie existenziell wichtig sind. Zweitens gibt es Erfahrungen, Studien, Beispiele aus Deutschland und aus anderen Ländern, dass es sowas wie Differentialkosteneinsparungen gibt. Das heißt, die,
Wenn ich heute eine solare Wirtschaft umsetze oder auch nur einen Solarpark umsetze und dafür ein fossiles Kraftwerk ersetzen kann oder einen ganzen fossilen Kraftwerkpark, dann kann ich vergleichen, was der Kraftwerkpark uns mir kosten wird, die nächsten 30 bis 40 Jahre, einfach den weiterzubauen und zu erhalten und zu managen und die Ressourcen zu kaufen und so weiter. Und diese Kosten vergleichen, was wäre, wenn ich das solar mache? Dann entstehen unglaubliche Einsparungen, sehr rapide, aber zeitlich verschoben. Das heißt, vielleicht erst in 15 Jahren fängt es an, total Profite hereinzuwirtschaften im Sinne von Differentialkosten einsparen. Wir haben massenhaft Studien, Erfahrungen aus verschiedenen Regionen in Deutschland überall. Wir haben eine kurzfristig denkende Wirtschaft. Das heißt, die Investitionen müssen kurzfristig reinkommen. Das ist einer der Probleme in unserer planetarischen Existenz. Das heißt, diese kurzfristige Mentalität der Reinwirtschaften von Profiten. Wie schaffe ich, dass langfristige Profite heute schon in Taschen fließen und Anreize schaffen? Wir sagen, wir brauchen so etwas wie Zukunftsbanken, die praktisch Profite, die erst in der Zukunft kommen, heute schon auszahlen für Investitionen, die die Zukunft sichern. Und das ist keine neue Raketenwirtschaft. Wir wissen, wie man diese zukünftigen Profite abschöpfen kann durch verschiedene finanzielle Mechanismen. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir es nicht nur auf den privaten Finanzbereich verlassen, sondern eben die Regierung sich einsetzt, verschiedene Ebenen der Regierung und sagen, hier können wir eigentlich zukünftige Profite verschieben. Drittens, und das werden wir separat in einem Programm noch erklären über die finanziellen Möglichkeiten, es gibt Chancen, die neuen elektronischen Währungen schaffen, parallele Währungen zu schaffen, tokenisierte Währungen, die spezifisch zwei Dinge tun. Einerseits nur dazu da sind, regenerative Investitionen zu machen. Und zweitens Demurrage eingebaut haben. Also nicht negative Zinsen, aber sowas Ähnliches. Das heißt, die haben einen Termin, Ablaufplan. Das heißt, sie müssen ausgegeben werden. Und wenn man dieses Geld bekommt als Bezahlung, als Investition, als Darlehen oder als Guthaben, in diesem tokenisierten Parallelwährungskontext muss ich das in 12 Monaten ausgeben oder ich verliere 10% pro alle 12 Monate. Aber es muss gezielt ausgegeben werden für klimastabilisierende, verteidigende Projekte. Und das stimuliert eine Wirtschaft, die sich hierum schart, aber in einer Art und Weise, dass wir sicher gehen, dass wir da nicht irgendwie jetzt nochmal ein Dieselauto ankaufen oder zum Friseur 50 Mal gehen, wo wir es nicht brauchen oder so, sondern es ist eben gezielte Investitionen, die an Parallelwährungs gebündelt sind, in der Art und Weise, wie wir es schon seit den 30 Jahren kennen, eigentlich im 20. Jahrhundert. Aber jetzt natürlich global, international, aber auch sektoral anwendbar sind durch die Tokenisierung von Finanzströmen, sprich parallele Währungen. Also das sind nur ein Beispiel von möglichen Finanzmaßnahmen, die, glaube ich, vielversprechend sind, wenn sie gezielt eingesetzt werden und nicht nur so als Möglichkeiten bestehen und ein Teil dieses Mobilisierungs-, Klimaverteidigungsbudget darstellen und sagen, ja, da ist ein Bereich zuständig für die finanziellen Reformen, die nötig sind, um zu sichern, dass die Ausgaben mehr und mehr klimastabilisierend wirken. Das ist das, was Sie als regenerativen Finanzierungsmechanismus beschreiben, und dazu gehören zum Beispiel negative Zinsen. Negative Zinsen ist als Idee sehr bekannt und eigentlich von der Wirtschaftswissenschaft als sehr erfolgreiches Instrument schon identifiziert worden. Das heißt aber auch, Herr Dröge, dass sich das weltweite Finanzierungssystem ein Stückchen ändern müsste. Ja, ich bin sicher. Und wir sprechen von einer anderen Art der negativen Zinsen, als die man jetzt sieht durch extrem niedrigen Zinssatz, der durch das Drucken von neuen Geldern und das Stimulieren. Es geht hier nicht um den Massenwährungsbereich, sondern um fokussiertes Anwenden von Investitionen, die eine Demurrage oder eine Art negative Zinssatz Strukturierung haben. Das heißt, bedeutet, ich bin belohnt dadurch, dass ich das schneller ausgebe, dass ich also
praktisch ein Darlehen für weniger Geld haben kann, als es mir normalerweise kosten würde. Das heißt, ich werde belohnt, Gelder aufzunehmen, aber nicht, um mich zu bereichern mit Immobilien oder sowas, sondern eben Investitionen in die nachhaltige, regenerative Wirtschaft zu tätigen. Und wenn ich das tue, dann schaffe ich das Ankurbeln dieser regenerativen Wirtschaft. Aber Sie haben recht, das Phänomen Zinssatz ist bekannt als Hebel und es kann positiv eingesetzt werden und sollte auch positiv eingesetzt werden, aber es braucht etwas Fokus, in welchen Industriebereichen, wirtschaftlichen Bereichen das primär angewendet werden soll. Ich habe das Thema eingeleitet mit der Frage, wie retten wir in letzter Sekunde das Klima mit den Klimaverteidigungsbudgets. Dieses Instrument, zum Schluss, Herr Dröge, wird deshalb so wichtig. Wir brauchen unbedingt eine solche Budgetierung, damit die nationalen Regierungen tatsächlich Instrumente haben, mit der sie das organisieren können, mit der das auch international organisiert wird. Einfach nur irgendwelche Töpfe bereitzustellen, irgendwelche Schäden auszugleichen, wird nicht ausreichen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, um den Umstieg auf die fossilfreie Energiewirtschaft zu erreichen. Das heißt, wir müssen solche Instrumente haben, mit denen die Regierungen arbeiten können. Stellt sich nur die Frage, wie setzen wir tatsächlich politisch um, dass solche Klimaverteidigungsbudgets zustande kommen? Neben der Expertise, die man erstmal dafür haben muss, wie so etwas organisiert werden kann. Wie setzt man das um? Wie setzt man das durch? Auf demokratische Art und Weise, indem man die Idee verbreitet, sie erklärt, sie nutzt, um sie zusätzlich zu bestehenden Instrumenten zu intensivieren und mit politischen Partnern, aber auch Partnern der Industrie, in der Finanzindustrie und auch in unseren gemeindlichen Bereichen, in denen ja auch Budgets gesetzt werden, vorantreibt. Aber es braucht natürlich eine Bereitschaft seitens der Regierung, eine Bereitschaft, die gefühlt ist durch die politische Konstituenz, auf der sie basiert sind. Und ich glaube, dass dieses Jahr, das ist ein wichtiges Wahljahr in Deutschland natürlich, aber auch überall in der Welt immer wieder ein wichtiges Wahljahr ist und insbesondere der Druck des Klimawandels, die Wucht des Klimawandels, so unerträglich geworden ist, dass kürzliche Umfragen gezeigt haben, dass 80% der Weltbevölkerung überzeugt sind, dass der Klimawandel aufgehalten werden muss. Dieses 80-prozentige Überzeugtsein der Weltbevölkerung hat sich noch nicht umgesetzt in die Klimamaßnahmen der Regierung. Wir denken immer noch wie in den 1990er Jahren, 2000er Jahren, Klimaschutz, Neutralität, irgendwann bis 2050. Das reicht nicht aus. Wir müssen jetzt mal Farbe bekennen und Budgets aufstellen. Budgets als Verlängerung von Politik, Realpolitik, gute Politik muss in Budgets ausgedrückt werden, legitimiert Aktionen, legitimiert Verhandlungsbasis mit anderen Nationen, schafft Raum, Migration zu managen, aber natürlich auch die hohe Priorität, die wir in Ursula auf die 100-prozentige erneuerbare Wende in unserer Wirtschaft, darauf müssen wir uns konzentrieren und das ist unsere Expertise, unsere Message, unsere Nachricht an die Bundesregierung, die anderen Regierungen in Europa und über Klimaverteidigungsbudgets sind architektonisch, strukturell leicht darstellbar. Jetzt ist an der Zeit der Politik, sie umzusetzen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir zahlen in Zukunft konsumtiv die Schäden des Klimawandels oder wir gehen damit investiv um und gestalten den Weg von einer fossilen zu einer regenerativen Wirtschaft. Das sind die Klimaverteidigungsbudgets. Eurosolar heißt nicht nur Eurosolar. Eurosolar ist europäisch. 14 internationale Sektionen hat Eurosolar. Demnächst 15. Holland kommt dazu, also die Niederlande. Wir sind natürlich auch auf dem europäischen Kontinent vertreten. Das heißt, von Island bis Russland, nicht nur die EU-Länder können Mitglieder werden, sondern auch kontinentale europäische Staaten. Wir haben natürlich auch eine europäische Mitgliedschaft für jeden, der irgendwo auf dem europäischen Kontinent oder international interessiert ist an unserer Arbeit. Und diese Sektionen sind unglaublich aktiv
Und da freuen wir uns insbesondere, dass wir durch Eurosolar TV einen Blick schaffen können auf das Leben, das Denken, das Handeln in diesen Sektionen. Aus den Sektionen ist eine feste Rubrik bei Eurosolar TV. Und das sehen Sie jetzt. Eurosolar hat auch in Russland mit weiteren Partnern ein ganz besonderes Projekt zur Integration von Solarenergie in das russische Stromnetz mit vorangebracht. In einer neuen Schulungs- und Demonstrationsphotovoltaikanlage im südrussischen Krasnodar wird seit Juli 2020 die Integration von Solarenergie in das Stromverteilungsnetz der Region demonstriert. Das Projekt mit dem Titel Solar Microgeneration basiert auf signifikanten Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Photovoltaik in Russland. Die Zusammenarbeit profitiert von einem neuen Gesetz, das erstmals in Russland den Aufbau netzgekoppelter PV-Anlagen für den Eigenverbrauch ermöglicht. Überschüssiger Strom kann in das Netz eingespeist werden und wird angemessen vergütet. Eine Reihe von Seminaren im Rahmen des Bildungsprojektes ist eine hervorragende Gelegenheit, um 40 Jahre deutsche Erfahrung in der groß angelegten Implementierung erneuerbarer Energiequellen und deren Integration in Stromnetze an russische Spezialisten und junge Stromerzeuger weiterzugeben. In Zusammenarbeit mit russischen Energieexperten und Verteilernetzbetreibern geht es auch darum, solarenergiefreundliche Netzanschluss- und Einspeisevorschriften zu entwickeln und in der Praxis zu testen. Die PV-Anlage dient zur Schulung des Personals von Verteilernetzbetreibern und PV-Installateuren sowie zu Testzwecken. Die PV-Module wurden sowohl auf einer Bodenstruktur als auch auf einer Dachimitation montiert, um verschiedene Montagesysteme zu demonstrieren. Dank dem Projekt Solar Microgeneration und der guten Weiterbildung junger Ingenieurinnen geht es nun auch in Russland so richtig los mit der Energiewende. Am 10. März 2009 jährte sich zum 25. Mal die Eröffnung der ersten modernen Windkraftanlage, die in Katalonien ans Netz gegangen ist. Um dieses Ereignis zu feiern, startete die lokale Zweigstelle der Eurosolar eine wegweisende Initiative, die so viel heißt wie Leben von der Luft des Himmels. Sie beinhaltet die Installation einer Windkraftanlage in gemeinsamem Besitz der Bürger, die das für die Realisierung des Projekts erforderliche Geld zur Verfügung stellen. Eine richtige Windenergiegenossenschaft. Für die Entwicklung des Projekts wurde das kleine private Unternehmen Eolpop SL eingesetzt, das für die Durchführung des Projekts verantwortlich ist und das eine gemeinsame Eigentümerschaft an der Turbine ermöglicht hat. Es wurde dann schnell ein geeigneter Standort gefunden und das Projekt in Auftrag gegeben. Heute kümmert sich die Firma im Auftrag der beteiligten Bürger um alles rund um den Betrieb der Windkraftanlage. Die Bürger freuen sich, dass sie nun aktiver Teil einer neuen Energiewende in Katalonien sind und wirklich leben können von der Luft des Himmels. Wir können nur alle Sektionen von Eurosolar aufrufen. Schicken Sie uns Ihre Events, schicken Sie uns Ihre Aktivitäten, schicken Sie uns Ihre Termine, schicken Sie uns Ihr Material. Wir berichten hier bei Eurosolar TV. Meine Damen und Herren, über das nächste Thema könnten wir die nächsten 250 Jahre reden. Alte Häuser zu Null-Energie-Häusern zu machen. Wir haben überwiegend älteren Hausbestand. Der muss saniert werden. Aber das geht heutzutage. Herr Dröge, auch ein altes Haus kann ein Null-Energie-Haus werden. Das überrascht viele. Viele meinen, es geht nur mit neuen Häusern oder ein Umbau von
nicht so alten Häusern, also sicher nicht historischen Häusern. Trotzdem haben wir in Deutschland, in anderen europäischen Ländern eine sehr starke historische Stadtkernsubstanz. Dörfer, Landschaften sind charakterisiert durch historische Gebäude, historische Stadtkerne. Wie können wir die energetisch aufmöbeln? Das ist die Frage, im Sinne von Effizienz, aber auch mit erneuerbaren Energien bestücken. Und hier haben wir ein tolles Beispiel aus der Schweiz, in der ein junger Architekt schon lange sehr genau, sehr präzise und sehr begeistert an dieser Arbeit dran ist und es nicht nur konzeptuell macht wie ein Akademiker, sondern auch umsetzt. Und er spricht davon, wie er das tut. Also wir sind ganz begeistert davon. Architekt Peter Felix baute 350 Jahre alte Bauernhäuser, die dazu noch ein halbes Jahrhundert leer gestanden haben, zu Null-Energiehäusern um. Wie? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Projekt ist im Bergdorf Latsch in den Bergen Graubündens in der Schweiz angesiedelt. Dieses denkmalgeschützte Gebäude war 60 Jahre lang unbewohnt und fiel komplett auseinander. Die gesamte Renovierung dauerte 3 Jahre in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege der Region. Wir haben möglichst mit lokalen Arbeitern kooperiert. Das Energiesystem, welches wir für dieses Projekt ausgesucht haben, ist eine Kombination aus Photovoltaik, Solaranlagen und Geothermie. Dieses System ermöglicht es uns, die während der Sommerzeit produzierte Energie im Gestein zu speichern und sie im Winter abzurufen, um das Haus zu erhitzen. Um die historischen Holzböden im Haus zu schützen, entschieden wir uns, Wandheizungen zu installieren, die komplett unsichtbar sind. Wegen seiner historischen Bedeutung ist es nicht möglich, ein solches Gebäude der Sonne nach zu errichten, wie man es sonst bei neuen Gebäudekonstruktionen tun würde. Im Wellnessbereich nutzen wir ein Wärmerückgewinnungssystem aus der Luft, ebenfalls völlig unsichtbar. Im heutigen Wohnzimmer haben wir die Lichtverhältnisse und Atmosphäre der alten Scheune beibehalten. Mit der heutigen Technologie ist es sogar möglich, dass ein historisches Gebäude wie dieses seine eigene Energie produziert. Das bedeutet, für uns ist es eindeutig, dass jedes neue Gebäude dazu fähig sein kann, seine eigene Energie zu produzieren. Ich bin verbunden mit Peter Felix, Architekt in der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Eurosolarpreis 2020. Ganz entscheidende Frage, ist das wirklich so? Kann man aus einem denkmalgeschützten, mehrere hundert Jahre alten Haus ein Haus machen, das die selbst verbrauchte Energie selber produziert? Ja, vielen Dank. Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass wir diesen Preis bekommen haben. Und ja, das geht. Das geht auch bei einem denkmalgeschützten Haus, dass wir es hinbekommen, so eine Struktur, ein Kulturgut zu erhalten, es in die heutige Zeit zu transferieren, umzunutzen, es aber nicht zu zerstören, sondern eben die wichtigen tragenden Elemente und die kulturell wichtigen Punkte zu erhalten und es so zu konstruieren und zu weiterzuentwickeln, dass es die Energie, die es selber braucht, auch produziert. Und ich glaube, das ist unser Ziel auch in Zukunft, dass wir noch mehr solche Projekte machen wollen, in denen wir sagen, jedes Gebäude soll sein eigenes Kraftwerk sein und mindestens so viel Energie produzieren, wie es braucht, lieber noch mehr, dass man diese überschüssige Energie in ein cleveres Netz einbringen kann und so viele Probleme der Zukunft lösen können. Nun würde man sagen, ein neu gebautes Haus kann das.
beim Bestandsbau wird es schon schwierig. Ein Passivhaus, in der Schweiz sind es Minergiehäuser, da geht das. Warum können Sie denn ein so altes Haus zu einem Plus-Energiehaus machen? Es war für uns von Anfang an klar der Anspruch, dass wir das beweisen möchten, dass es eben bei einem denkmalgeschützten Kulturgut auch möglich ist. Aber das heißt, wir haben hier auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen bei den Behörden, bei der Denkmalpflege und bei der Bauherrschaft. Aber wir haben das hinbekommen, dass wir das so machen konnten. Aber es war ein langer Weg und es brauchte viel Überzeugungskraft. Entscheidend ist, dass Sie ja nicht nur an Dämmung gedacht haben, sondern Sie haben gesagt, wir bringen aktive Systeme rein, die praktisch die Energie für das Haus produzieren. Genau, wir haben bei diesem Haus eine Kombination zwischen Erdsonden, Photovoltaik und Solarpanels. Und das funktioniert so, dass wir eigentlich ja im Sommer auf dieser Höhenlage haben wir sehr viel Sonneneinstrahlung und produzieren mehr Energie, als was wir für das Haus benötigen. Und diese Energie speichern wir über die Erdsonden in den Fels. Der wird also im Sommer aufgeheizt, gewärmt und im Winter können wir diese Energie wieder beziehen, um das Haus zu heizen. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die geologischen Voraussetzungen gegeben sind. Also wir haben das untersucht, wir haben da einen fixen Fels, wir haben kein Fließgewässer, das diese Wärme wegspülen würde, sondern das bleibt da und funktioniert von dem her so. Diese Frage haben Sie 1000 Mal gehört, jetzt kommt sie zum 1001. Mal. Ist das denn in irgendeiner Form wirtschaftlich darstellbar? Ich glaube, das ist für die Zukunft unseres Planeten die falsche Frage. Weil ich bin überzeugt, dass wir das einfach machen müssen und es sich langfristig auch auszahlt für den Erhalt des Planeten. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir alle Gebäude auf dieser Welt so machen würden, dass sie mindestens so viel Energie produzieren, wie sie brauchen, hätten wir sehr viele Probleme gelöst. Und ich glaube, das muss im Fokus sein und im Vordergrund sein. Und kurzfristig die Wirtschaftlichkeit anzuschauen, ist für mich der falsche Ansatz. Sie sehen, ich stehe hier gerade vor einer Baustelle und die Architekten kümmern sich ja sehr um die Gebäudehülle, aber um die aktive Eigenenergieproduktion kümmern sich die Architekten im Prinzip eigentlich erstmal gar nicht. Ist die Zunft der Architekten vielleicht ein bisschen zu konservativ? Das ist sicher so. Viele Architekten sind konservativ, nicht nur im Design, sondern auch in der Technologie. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Wir müssen doch diese neuen Wege gehen, aber wir müssen die Technologie auch so einsetzen, dass sie einfach zu gebrauchen ist, dass wir einfache Systeme machen. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Wir brauchen keine technokratischen Lösungen, sondern es müssen simple, einfache Systeme sein, ob das mit Windkraft, Erdsonden, Photovoltaik, all diese Systeme, die es gibt, die müssen wir nutzen für die Zukunft. Letzte Frage. Sie haben den Euro-Solarpreis 2020 bekommen, sagte ich am Eingang schon. Hilft der Ihnen für irgendwas? Bringt der was? Ja, ich glaube, das hilft uns schon auch für Publizität, dass man bekannter wird, dass wir in diesem Bereich innovativ sind. Und es hilft uns auch, wenn wir mit jemandem bereits im Gespräch sind und sagen können, dass wir das erreicht haben. Für das hilft es bestimmt und wir sind überzeugt, dass wir das in Zukunft noch vermehrt so einsetzen können. Ja, das war der Beweis. Alle Gebäude können sich selber mit Energie versorgen für Komfortstrom, Wärme und auch für die Mobilität. Das funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie. Dafür hat Peter Felix auch den Euro-Solarpreis 2021 bekommen, der Euro-Solarpreis, die Euro-Solarpreise, Herr Dröge, das sind eigentlich die Oscars der Energiewende, muss man ganz klar sagen. Nicht nur eigentlich, das sind sie. Und mit dem Europäischen Solarpreis, im Gegensatz zu dem österreichischen, spanischen, italienischen, deutschen Solarpreis, fokussieren wir insbesondere auf Projekte, die über der nationalen Ebene relevant sind. Modellbeispiele sind, politische Forderungen stellen können, aber auch Vorurteile beseitigen können. Und übrigens auch über die nationalen Grenzen hinaus technisch, fachlich,
investmentmäßig, auch von aus der Bewohnerseite her, interessant sind. Und da sind uns die Architekten und Städtebauer sehr nahe. Eurosolar ist sehr architektonisch, städtebaulich aufgestellt. Warum? Wenn wir es schaffen, unsere Städte, unsere Gebäude umzurüsten auf Null, auf Plusenergie, auf erneuerbare Gebäude, Kraftwerke sozusagen, die energetisch nachhaltig sind, dann haben wir schon einen großen Teil dieses Kampfes gewonnen. Wir decken die Energien ab dort, wo sie gebraucht werden. Und da ist es natürlich ein fantastisches Beispiel, denn jeder im europäischen Raum kennt historische Gebäude, jeder kennt die Resistenz, die Angst, die anzufassen und das Zögern der Bauherren und so weiter. Hier in der Schweiz, in einem multinationalen Raum, wird es so schön dargestellt. Es gibt natürlich auch andere Beispiele in Europa und deswegen laden wir natürlich auch durch diesen Fokus auf die Projekte alle ein, aus ganz Europa ihre besten Projekte einzureichen, in diesem Bereich, aber auch darüber hinaus. Und wie gesagt, ich bin sehr stolz auf unseren Architekten in der Schweiz. Peter Felix hat ja auf der gesamten Klaviatur der Energiewende gespielt. Er hat auf die Sonne gesetzt, er hat auf die Erdwärme gesetzt. Das gibt es natürlich bei vielen Sanierungsprojekten. Aber was hier natürlich so besonders ist, dass ein altes Gebäude, ein uraltes, 350 Jahre altes Gebäude, nicht nur sozusagen gemindert ist in den Emissionen, sondern dieses Haus ist wirklich ein Null-Energie-Haus. Es ist emissionsfrei und deshalb hat es wahrscheinlich auch den Solarpreis bekommen, weil man sagen kann, es ist ganz egal, welches Gebäude wir nehmen, wir können es eigentlich mit allen Gebäuden schaffen. Und wir haben eine ganze Bandbreite. Die Klaviatur ist ein gutes Beispiel. Eine Bandbreite, ein Spektrum an erneuerbaren Energiesystemen, die eingesetzt werden können. Nochmal Glückwunsch an Peter Felix für den Eurosolarpreis 2021. Und das, was Peter Felix kann, können Sie auch umsetzen. Die IRES, die International Renewable Energy Storage Konferenz 2021, wirft ihre Schatten voraus. Es ist die weltweit größte wissenschaftliche Konferenz für Energiespeicher. Herr Dröge, Energiespeicher sind eigentlich in der öffentlichen Diskussion fast unterschätzt. Ohne Energiespeicher werden wir das Netz niemals fossilfrei kriegen. Wir arbeiten alle als Gesellschaft, als Politik, als Eurosolar, unsere verbündeten Verbände, auf eine 100% erneuerbare Energieversorgung hin. In Strom, in Wärme, in allen Sektoren, ob es Verkehr ist, Industrie, Haushalte, Handel, Prozesse. Wie schafft man das? Sonne, Wind, Wasserkraft sind sogenannte intermittente Quellen. Das heißt, es ist sehr nützlich, sie speichern zu können, kurzfristig oder langfristig, saisonal oder sehr, sagen wir mal, funkenartige Geschwindigkeit schaffen. Es ist auch sehr nützlich, Strom und Wärme austauschen zu können. Man kann also jetzt spielen mit erneuerbaren Energien, ohne dass man sie gleich verwendet. Dazu sind Speicher nötig. Wärmespeicher, Stromspeicher, mobile Speicher, stationäre Speicher. In 2006 hat Eurosolar eine Konferenz, eine Ausstellung entwickelt, die heißt Internationale Renewable Energy Storage Conference and Exhibition. Da hat noch fast niemand drüber nachgedacht. Wir haben das dann 10 Jahre in Berlin umgesetzt. Und dann gab es eine wunderbare Geburt, der wir beigeholfen haben. Das ist die Geburt des Bundesverbandes Energiespeicher, BVEES. Und der gute Professor Eike Weber war der Gründer und erste Vorsitzende. Und damals haben wir gesagt, in Berlin standen wir am Alexanderplatz in unserem wunderbaren Konferenzraum. Ich gesagt, ja, eigentlich möchten wir ja mit Partnern zusammenarbeiten, die das auch sehen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir nach Düsseldorf, zur Messe Düsseldorf, die eine Energy Storage Europe Messe aufbauen möchte. Und da helfen wir, indem wir diese IRES,
jetzt rein wissenschaftlich darstellen. Wir machen den rein wissenschaftlichen Bereich. Die Energy Storage Europe ist praktisch eine Begleitkonferenz für die Messeausstellung, wo dann 300, 400, 500 Aussteller jedes Jahr ab 2015, 2016 ausgestellt haben. Jetzt natürlich Covid-bedingt, 2 Jahre aussetzen. Und ich bin begeistert, dass wir sowohl über die Schiene Messe Düsseldorf mit dem Bundesverband Energiespeicher zusammenarbeiten, eine Kombimesse aufbauen, die also aus verschiedenen Teilen besteht. Einerseits aus einem gemeinsamen ersten Tag, Energy Storage Europe und International Renewable Energy Storage Europe, erster Tag gemeinsam. Dann parallel die Wissenschaftler der IRES 21 und die eher wirtschaftlich-politisch angehauchten Workshops des BVES. Und wir schaffen gleichzeitig noch Posterausstellungen wissenschaftlicher Art. Wir machen das noch einen dritten Tag. BVES-Konferenz endet dann. Und am dritten Tag haben wir noch ein tolles Bonbon auf Deutsch, denn alles andere ist auf Englisch. Auf Deutsch einen ganzen Tag zusammen mit der Energieagentur Nordrhein-Westfalen. Energiespeicherthemen, erneuerbare Energiespeicherthemen in Deutschland. Und das ist am 17. Also am 16. geht es los, 17. ist der zweite Tag, 18. ist der Tag, Abschlusstag mit der Energieagentur Nordrhein-Westfalen und dann ist es schon vorbei. Nur 3 Tage. Sie können bei der IRES 2021 dabei sein und sich auf der Webseite von Eurosolar registrieren. Ich bin verbunden jetzt mit Andreas Hauer. Er ist Conference Chair der ESE, also der Messe, die Peter Dröge gerade beschrieben hat. Herr Hauer, ich kann jetzt dafür sorgen, dass Ihr Gesicht gleich krebsrot wird mit folgender Frage. Die Technologien sind da, doch die politische Regulatorik hängt der technischen Entwicklung weit hinterher. Ist das so? Das würde ich nie so sagen. Nein, ich denke, es ist auf jeden Fall eine gewisse Diskrepanz. Und das ist auch ziemlich genau das Thema, was wir am ersten Tag dieser Konferenz, wie Herr Dröge ja beschrieben hat, gemeinsam auch so ein bisschen herausarbeiten wollen. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genau diese Frage, ob wir sie wirklich final beantworten, weiß ich nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall aufgreifen. Wir haben sehr interessante Gäste, die eben wir haben eine Eröffnung, wunderbar, wie immer, aber dann kommen doch sehr hochkarätige Sprecher, die in 3 Sessions einmal genau diesen regulatorischen Rahmen, das, was die Politik uns vorgibt in vielen Fragen, darlegt. Das ist ziemlich, ich sage nur vielleicht ein paar Namen. Kadri Simson, EU-Commissioner, wird sprechen. Die österreichische Bundesministerin Leonore Gewessler, Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, ist da. Und dann haben wir noch 2 internationale Sprecher von der IRENA. Dolf Gielen ist das und dann Rohit Khanna von der Weltbank. Also da wird tatsächlich einmal europäisch, dann haben wir Österreich als ein Land, als eine eher so kleinere Einheit, aber dann ja auch globale Fragen. Und diese 4 Sprecher werden uns so ein bisschen den Rahmen geben. Und dann in der nächsten Session, da bin ich sehr gespannt, kommen dann Vertreter aus der Industrie. Da kommt ein Herr Karlweit von Bosch, das ist der Verantwortliche dort für CO2-Neutralität im Konzern. Das können ein Herr Nöres von ThyssenKrupp, der sich mit grünem Wasserstoff beschäftigt. Also da sehen wir plötzlich, wie einzelne Firmen jetzt versuchen, in diesem Rahmen Lösungen zu schaffen. Und ich glaube, das könnte wirklich spannend werden, weil wir müssen das natürlich irgendwie zusammenbringen. Ja? Also das, was wir vorher gehört haben, so die große Linie Klima und Energie. Und wie passt das jetzt zusammen mit wirklich Leuten, die versuchen, durch Energiespeicher Probleme zu lösen? Also da bin ich extrem gespannt. Und dann haben wir noch eine schöne Podiumsdiskussion am Ende, auch mit Hochkarätern. Hans-Martin Henning vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, der ist, glaube ich, jetzt der Vorsitzende der Expertenkommission für die Bundesregierung wird da sein. Und da werden wir so ein bisschen in die Richtung gehen, was ist die Zukunft? Wie sieht das aus? Wie kann ein zukünftiges Energiesystem mit Speichern aussehen? Also,
das alles zu der Frage, die Sie am Anfang gestellt haben. Also ich glaube, eine Antwort werden wir schon rausdestillieren. Eine so tolle Ankündigung einer Messe habe ich noch nie gehört. Ja, müssen Sie hin? So gut ist zuletzt nur 1974 Frank Sinatra bei seinem Comeback in Madison Square Garden angekündigt worden. Ganz kurz, ich habe gleich noch inhaltliche Fragen. Wie können unsere Zuschauer bei Eurosolar TV bei der Messe dabei sein? Sie können, wie Herr Dröge gesagt hat, Sie können Tickets im Internet bestellen. Dann kriegen Sie einen Zugangscode, dann sind Sie dabei. Der erste Tag ist für beide Veranstaltungen parallel und danach wird sich das Ganze so ein bisschen in zwei verschiedene Stränge aufteilen. Herr Dröger hatte schon gesagt, die Wissenschaft ist bei der IRIS daheim. Bei uns ist es mehr Workshops, die vom Bundesverband Energiespeicher da ausgerichtet werden. Da sind Fragen wie Financing oder Standards und solche Sachen. Also auch International Markets heißt eine Session. Also da wird ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen für bestimmte Themen. Ne? Also, und die Tickets kriegen Sie sozusagen im Internet und da können Sie über die Stichworte Energy Storage Europe oder IRIS könnten Sie das auf jeden Fall buchen. Das heißt, wir sind also voll, die gesamte Zeit ist man online dabei. Ja, dann kriegt man praktisch alles mit. Ich hoffe, das wird auch ganz gut moderiert. Also ich versuche das mit meinem Kollegen Peter Schossig vom Fraunhofer ISE. Werden wir auf einer Couch sitzen, so stellen wir es uns vor, und praktisch jeden Vortrag nochmal kommentieren, einordnen. Also vielleicht ein bisschen mehr, als man in so einer normalen Veranstaltung, also nicht nur die Sprecher ansagen, sondern das Ganze auch so ein bisschen, ja, vielleicht kriegen wir es hin, dass es auch ein bisschen spannend wird. Welchen konkreten Mehrwert habe ich denn, wenn ich der Konferenz folge? Also ich denke, Sie bekommen, also es sind ja unterschiedliche Gruppen, die wir ansprechen. Aber jetzt für sagen wir mal, Hersteller von Speichersystemen, Leute, die Speichersysteme in den Markt bringen wollen, da kriegen Sie auf jeden Fall natürlich jetzt viele Anregungen, erstens mal, was die Rahmenbedingungen dafür angeht, aber auch, was die Technologien angeht. Und das Schöne ist an diesem Zusammengreifen der beiden Konferenzen, IRIS und Energy Storage Europe, dass wir einmal mehr die Business Cases anschauen, mehr die, ja, wie kommt so eine Technologie in den Markt, und gleichzeitig sehen wir auf dem wissenschaftlichen Teil, was ist da noch alles in der Pipeline, was kommt da noch? Ja? Und ich meine, das ist ja immer so, wir haben Technologieentwicklung und die sind im Speicherbereich, also Herr Dröger hat es kurz angesprochen, die sind umwerfend, weil wir so viele verschiedene Technologien haben. Es geht ja nicht nur um Batterien, es geht um thermische Speicher, es geht um chemische Speicher, um Wasserstoff, es geht um ganz viele Themen. Und all das hat natürlich in der wissenschaftlichen Entwicklung immer Neuigkeiten zu bieten und die müssen wir irgendwie versuchen, in die Anwendung zu kriegen. Ja? Und dazu sind diese zwei verschieden ausgerichteten Events sehr, sehr gut, dass die tatsächlich da zusammenkommen. Einen inhaltlichen Punkt noch zum Schluss. Die IRIS ist deshalb so wichtig, weil sie eben eine internationale Konferenz ist. Wir haben es ja gerade schon gesagt, der größte Teil ist in Englisch, nur an einem Tag zum Schluss dann in der deutschen Sprache. Internationalität ist deshalb so wichtig, weil wir brauchen ja sozusagen nicht nur eine Regulatorik, die nationale Gesetzgebung verändert, sondern wir brauchen gerade internationale Regelungen, die sozusagen das in den Verbundnetzen regeln. Und davon sind wir eigentlich noch weit entfernt. Im Grunde genommen gibt es zwar EU-Rahmenrichtlinien, aber in der Regulatorik sind wir eigentlich viel zu sehr noch national orientiert. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiger Punkt. Da hoffen wir, dass wir eben auch durch die EU-Kommissarin vielleicht ein bisschen den europäischen Aspekt beleuchtet bekommen. Und das ist ja im Augenblick so ein bisschen, die EU geht ja da in vielen Dingen einen Schritt voraus. Und jetzt müssen die einzelnen Länder dann folgen. Das geht unterschiedlich gut. Darüber werden wir reden müssen. Aber weil Sie gerade die internationalen Verbindungen angesprochen haben, international, ich bin da gerade als Beispiel, ich bin gerade in einer Aktivität der Weltbank involviert, Energy Storage Partnership. Dort werden Speicher in Entwicklungsländern gefördert. Und das ist deswegen so spannend, weil wir dort nicht diese vielleicht
in dem Maße schon verkrusteten alten Energiestrukturen haben, wie wir sie bei uns finden, sondern dort kann man tatsächlich mal ganz neu andere Ansätze studieren und versuchen, also dezentrale Systeme. Ja, und da sind dann Speicher besonders wichtig, weil da geht es um Autarkie und solche Sachen. Mhm. Und auch wiederum diese Vielfalt der Technologien, also nicht nur Batterien, viele Batteriensachen sind da wichtig, aber zum Beispiel auch thermische Kältespeicher oder sowas. Also das ist ein sehr interessanter Punkt, wo auch diese Internationalität eine wichtige Rolle spielt. Ja. Vielen Dank, Andreas Hauer. Sie haben uns die Messe so richtig schmackhaft gemacht, den Mund so richtig wässrig gemacht. Seien Sie also dabei und gehen Sie auf die Webseite von Eurosolar. Dort können Sie sich registrieren. Unten hier haben wir bei YouTube auch den Link. Wir sehen uns auf der ERES 2021. Vielen Dank. Das war die erste Ausgabe von Eurosolar TV. Herr Dröge, wie fanden Sie uns? Ich bin ganz begeistert. Ich muss sagen, es ist schade, dass es schon vorbei ist, und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind von uns ganz begeistert. Hoffentlich hat Ihnen die Sendung auch gefallen. Und das Schöne ist, wir kommen wieder. Das war Eurosolar TV, nur die erste.